Hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Ich habe einen Schal, weil ich bin leicht erkältet, also ich habe etwas Halsschmerzen. Und deswegen habe ich bei diesen, auch wenn es Frühlingstemperaturen sind, einen Schal. Gut, jedenfalls, ich habe heute ein Getränk wieder, es nennt sich Soft Apple. Ist ganz witzig, weil es schaut oben aus wie eine Dose. Verhält sich auch so, also es hat hier einen Öffner sozusagen. Und von unten sieht es aus wie eine normale Plastikflasche. Also ist so eine ganz nette Sache. Es sind 350 Milliliter drinnen. Es ist ein Erfrischungsgetränk mit Quellwasser mit leichter Kohlensäure versetzt. Hier ist noch so ein Apfel drauf. So haben wir mehr Licht eigentlich. Ja, und schauen wir mal, die Flüssigkeit dürfte ganz klar sein. Wenn wir das Ganze mal kurz kosten. Ja, klingt auch so wie eine Dose. Ganz interessante Sache. Ja, riecht ein bisschen so nach künstlichem Apfelzucker. Und schmeckt, ja, schmeckt auf jeden Fall nach Apfel. Ja, also ja, würde ich sagen, ja, passt. Ist eine ganz nette Abwechslung. Dauernd würde ich es vielleicht nicht trinken, aber die Kohlensäure ist auch wirklich, entweder es ist schon ein wenig ausgeraucht. Aber die Kohlensäure ist hier wirklich sehr schwach nur vorhanden. Ja, ein bisschen. Also wenn man darauf achtet, dann spürt man sie. Gut, also das war das Getränk Soft Apple. Ich weiß nicht, wo ich es gekauft habe. Ich glaube, ich habe es geschenkt bekommen. Ich weiß auch nicht, was es gekostet hat. Aber auf jeden Fall, danke nochmal an den, der es mir geschenkt hat, falls er das Video sieht. Ja, oder habe ich das doch gekauft? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ein bisschen peinlich, aber ich weiß es nicht mehr. Na gut, jedenfalls, dann wie ihr hier schon seht, geht es auch jetzt kurz um mein Flugzeug. Und zwar, ich habe ja die UMX MiG 15, also das ist eben dieses Modell hier, schon einige Zeit und also die meiste Zeit habe ich es ganz gut fliegen können und es war relativ gutmütig. Nur jetzt am Flugplatz zuletzt war ich relativ unentspannt. Und es war auch relativ windig und dann habe ich es. Also, ich möchte die Schuld gar nicht auf den Wind schieben. Ich sage, es war auch zusätzlich windig. Und da hat es. Ja, dann bin ich nicht mal einen Akku weit gekommen. Also, beim ersten Akku bin ich einmal so ziemlich gerade dann in den Boden runtergeflogen. Beim zweiten Mal habe ich irgendwie so hin und her gesteuert, habe es versucht noch zu retten und dann bin ich auch in irgendeine Sitzbank dort reingeflogen. Es waren keine Leute dort, aber es sind beide Tragflächen an dieser Stelle ausgerissen vom Rumpf, was noch relativ harmlos ist. Es ist so angenehm, als würde es hier irgendwo abreißen oder so. Also die konnte ich eigentlich wieder einkleben, das merkt man jetzt nicht unbedingt. Also die schwarzen Streifen waren schon vorher da. Das merkt man eigentlich nicht, wenn man es nicht weiß. Und dann sieht man jetzt schon das zweite Problem, vorne die Spitze, die Nase. Ist also sehr verbogen auf einer Seite hin und gut, dass die Farbe runter ist, das ist eine Nebensache. Verbogen und hier auf dieser Seite sieht man, dass es noch etwas zerbrochen ist. Es ist hier zerbrochen und aufgeborsten oder wie man das sagen kann. Von unten sieht man eigentlich auch schön, dass es nicht mehr wirklich gerade ist. Von vorne geht es halbwegs, also wenn man es so halbwegs gerade hält, sieht man, dass die Luftöffnung leicht schief ist, aber es geht eigentlich. Also der zieht die Luft hier in der Mitte durch. Deswegen sieht man außen keinen Propeller. Gut, dann habe ich das Ganze also für einen Tipp hin, habe ich das Ganze über den Wasserkocher gehalten, weil feuchte, warme Luft, das Styropor, also das ist nur Styropor, wieder in richtige Form bringen kann. Ich bilde mir ein, es hat ein bisschen geholfen. Also ihr habt es vorher nicht gesehen, aber dürfte ein bisschen geholfen haben. Wunder bewirkt es natürlich keine. Aber das Ganze war so heiß, dass es mir das hier oben ist mehr oder weniger hart, also dünnes Hartplastik. Das hat es mir hier auch eingeschmolzen. Also das war vorher nicht so, das war vorher schon rund und hier vorne halt auch schöner geformt. Ja, das hat sich ein bisschen zu heiß erwischt. Ich nehme mal an, die Feuchtigkeit daraus wird bald wieder verdampfen. Also es geht, glaube ich, der Elektronik geht es noch gut. Ja, das hier vorne muss ich noch kleben. Dazu habe ich eben hier diesen Superkleber halt.
oder Sekundenkleber sozusagen mit diesem Aktivator hier. Also ohne Aktivator macht es halb so viel Spaß, weil dann dauert es wirklich eine Weile, bis der Kleber eigentlich aushärtet. Nur mit einem Aktivator sprühst drauf und das ist quasi sofort hart. Es kommt ein bisschen darauf an, wenn das Spray nicht überall hinkommt, dann dauert es halt länger. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Das war es eigentlich die letzte Zeit ein bisschen so mein Lieblingsmodell, weil es halt, wie gesagt, immer fertig aufgebaut in der Schachtel ist. Man muss nur den Akku rausnehmen, reingeben und kann eigentlich schon fliegen. Deswegen tut es mir auch ein bisschen leid, dass das jetzt wirklich beschädigt worden ist. Ja, aber wie gesagt, also so schön wie am Anfang ist der Flieger selten. Später hat man halt einfach noch den Flugspaß und dann geht es auch gar nicht so sehr ums Aussehen. Man könnte es, das werde ich vielleicht sogar machen, mal sehen, wenn alles schön geklebt ist und wieder in der richtigen Position, nochmal mit einer roten Farbdose leicht drüber sprühen. Ich glaube, da habe ich sogar eine. Müsste ich mal schauen. Dann könnte man das hier so ein wenig abdecken und dann so zwei, drei Sprühstöße im Freien dann einfach mal drüber geben und dann könnte man schauen, ob das wieder vielleicht eine Spur besser ausschaut. Wobei, gerade bei dem Flieger, ich meine, ihr seht, wie klein der eigentlich ist, gerade bei dem Flieger ist es ziemlich wurscht, weil du siehst es nach, naja, sagen wir mal, einigen Metern eh nicht mehr so genau. Du siehst halt, okay, da ist mein Flieger, aber man sieht eigentlich kaum, wie der jetzt genau, welche Farben, also wie der jetzt wirklich, ob der jetzt hier vorne eine schöne Schnauze quasi noch hat oder nicht. Gut, das war's eigentlich dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald. Und das war's bei Pöli 1.